Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wizardry Teil 6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir stehen direkt vor Boyg Og Ogre. Ich habe mich ausgeruht und uns neu gebufft. Das heißt, wir können ganz frisch jetzt hier heruntergehen und mal schauen, was uns da unten erwartet. Von oben fegen Böen frischer Luft an euch vorbei und drängen sich in die Tiefen der Burg. Könntet ihr auf diesen Wind reiten, wäre eure Reise gewiss kurz. Aber wie die Dinge liegen, müsst ihr die Burg selbst bezwingen. Die Gemäuer von Boyg Og Ogre sind alt, Jahrhunderte alt, und ihr stellt euch die Frage nach der Geschichte der Burg und seiner Bewohner. Offensichtlich wisst ihr nur wenig über sie und schließlich seid ihr hier die fremden Eindringlinge. Okay, also da geht's auf jeden Fall rüber. Hier geht's rüber. Ich wollte doch einfach nur mal kurz schauen, dass ich es richtig einzeichnen kann, aber gut. Gut, gut. Also, Speerträger, ihr macht das hier. Ja, du benutzt wieder die Engelszunge und ja, nein. Du gehst auf die anderen hier. Und machst einen Feuerball Stufe 2. So. Ich glaube, das sollte jetzt kein so großes Problem sein. Ja, sag ich ja. So, und da in der Mitte ging es wieder nach draußen. So, sehr schön. Und wir haben nur noch einen einzigen Speerträger. Du parierst mal und du parierst auch. So, gut. Jetzt ist die Frage, sollen wir nach Westen oder nach Norden gehen? Ich hätte vielleicht gesagt, wir gehen erstmal nach Norden. Beziehungsweise wir schauen erstmal, ob es hier noch irgendwas gibt. Nein, ich muss hier echt wieder drauf achten. Auf unsere Augen hier. Weil das könnte doch wieder hier einige Sachen. Also in der Wildnis, glaube ich, findet man relativ wenig Geheimnisse oder so, wo das Auge Durchgänge oder Geheimnisse, versteckte Dinger findet oder sowas. Ich glaube, das ist eher selten, aber gerade hier in so einem Dungeon ist es, glaube ich, dann doch eher wichtiger. Okay. Okay, da haben wir einen Durchgang. Und es geht weiter nach Norden. So, und da stehen wir vor einem Tor. Das Tor können wir nicht öffnen. Wir können es auch nicht knacken. Das heißt, wir brauchen hier definitiv einen Schlüssel dafür. Okay. Das heißt... Hä? Wo sind meine... Achso, ich bin hier falsch. Entschuldigung. Hier haben wir auf jeden Fall eine Tür, die verschlossen ist. Da kommt man noch nicht durch, da braucht man einen Schlüssel. Und ich glaube nicht, dass wir einen Schlüssel schon haben werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Zinnschlüssel oder der Eisenschlüssel ist. Genau. Okay, dann geht's mal hier rein. Und dann haben wir hier noch einen Durchgang. Oh, kein Dings. Kein, ja, interessant. Kein Dings. Ich hätte es gedacht gehabt, wir kriegen hier... Auge sagt auch nichts. Wir kriegen hier einen Kampf, wenn wir hier reingehen. Ja, aber Auge sagt hier gar nichts dazu. Das heißt, wir sind hier einfach nur ein Raum hier, wo wir drin sind. Okay. Dann geht es hier weiter. Genau so habe ich mir das gedacht gehabt.
So, wenn ich es mir jetzt richtig gesehen habe, müsste es dann hier so in Dings gehen. Und da haben wir quasi so eine Tür. Okay. Oh, da haben wir schon einige mehr. Okay, also erstmal Kampf. Falle auch den Kampf nach vorne. Du gehst hier hinten hin und versuchst einzuschläfern. Und hier machen wir ein Feuerball Stufe 3. Okay, und los geht's. Vielleicht findet man ja hier irgendwie was. Am anderen Ende von diesem Gang habe ich auf jeden Fall auch schon wieder so ein Fallgitter gesehen, wo wir wahrscheinlich eine Tür, einen Schlüssel brauchen. Das sind ja keine, wie soll man sagen, Türen, wo man einfach so knacken kann, dummerweise. Obwohl ein Schloss dran ist, aber ja, also so ist es halt. Die kann man einfach nicht knacken. So, ein paar sind eingeschlafen, ein paar sind schon gestorben. Oh, und er blendet uns. Ja, super, ich liebe es ja. So, wie sieht es denn jetzt mittlerweile aus? So, von denen ist nur einer aktiv und da ist auch nur einer aktiv. Sollen die anderen jetzt alle mal... Ja, wisst ihr was? Ihr kämpft jetzt alle gegen die drei hier. Ah, hoppala, hoppala, hoppala. Und du darfst jetzt uns erstmal noch buffen. Und Sinaloa... Mach mal eine Gedankenattacke der Stufe 12 auf den Einzelnen, in der Hoffnung, dass man ihn damit, ich hätte vielleicht Steinschlag nehmen sollen. Die Gedankenattacke bringt ja hauptsächlich was, wenn man, ja, hätte eh nichts gebracht. Wenn es durchgegangen ist, wäre er wahnsinnig geworden und hätte die anderen angegriffen, aber so hat es wenigstens sowas gebracht, wie ich es eigentlich gewollt habe, dass der Typ stirbt. So, sehr schön. Und einer rennt auch nochmal fort. Das heißt, wir haben immer noch zwei Gruppen. Von den vier Gorn, da schlafen anscheinend alle. Das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall mal einen Kampf. Hier. Und ach, mach mal ein Energiegeschoss Stufe 1. Das kostet uns nicht allzu viel. Oh, und ich sehe gerade, ich habe bei der Aufnahme ein bisschen was verschoben. Ich habe die andere Kamera drin. Nicht so, wie wenn ich auf diese 4:3 Dings aufnehme. Ja, das kann ich aber, glaube ich, gerade noch ändern, oder? Ja, so. Das konnte ich einfach noch so ändern. Das ist ja auch nicht so verkehrt gewesen. Ja, da gut, dass man das während dem Spiel oder während der Aufnahme ohne Probleme ändern kann. Keine Ahnung, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich sowas von nicht aufgepasst. Aber gut, passiert. Passiert. Also, falls ihr euch gewundert habt, das war keine Absicht. Ich habe da zwei Profile angelegt. Einmal, ihr kennt es ja, wenn ich Vollbild spiele mit 16:9 Spielen, wo dann über den ganzen Bildschirm halt gehen. Da nehme ich ja die kleinere Webcam weiter oben und bei 4:3 Spielen mache ich es ja auf dieser Seite hier rein. Da habe ich halt zwei Profile drin und da habe ich halt das falsche Profil genommen. Ja, gut. Ja, mal wieder ein etwas längerer Kampf hier, wie es aussieht. Zwei Gorn. Nochmal das hier. Ja, und ich kann es immer wieder nur sagen, die Kämpfe, die ziehen sich in diesem Spiel.
Aber das wird, glaube ich, auch in der Fortsetzung in Teil 8 nicht anders sein. Da wird es auch viele, viele Kämpfe geben, vor allem am Ende vom Spiel. Und ja, da wird es nicht anders sein als hier. Wir finden einen Speer. Ja, yippie. So, Auge. Sagt nix. Das heißt, wir waren hier umsonst drin. Dann gehen wir hier rein und wir kriegen keinen Angriff. Auge sagt nichts. Okay. Und hier kommen wir wahrscheinlich wieder nicht durch. Alles klar. Okay. Das heißt, da haben wir das Ding. Und einfach wieder so ein ganz normaler Raum. Und hier haben wir nochmal eine Tür. Das würde jetzt bedeuten für mich, dass wir hier vielleicht erst später herkommen hätten sollen. Okay, aber ist ja nicht so schlimm. Dann wissen wir wenigstens, was hier ist. Und können uns jetzt erst einmal dieser Seite hier widmen. Oh, Moment. War da irgendwo... ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hat da irgendwo unser Auge geleuchtet? Nee, absolut nicht. Aber wahrscheinlich musste man hier auch einfach... Ja, einfach so hier durchkommen, dass man an den Dinger hier vorbeikommt. Oder so ähnlich. Wir machen kurz einen Zwischenspeicherungsstand. So. Und weiter geht's jetzt hier. Auge sagt weiterhin nichts und es geht herunter. Okay. Wie war denn das in den Spielen? Dann kann ich eigentlich sagen, dass es hier an dem Ding hier herunterging, richtig? So. Dann haben wir hier, ja, geht's schon ins nächste Level runter. Okay. Bitte nicht die Gefangenen ärgern. Ja. Machen wir nicht. Keine Sorge. So, und wenn ich jetzt hier sage, hier geht's wieder nach oben, so müsste es doch eigentlich passen, oder? Hoppla. Und kleiner Moment, ich habe einen Niesreiz. Oi, das war jetzt gerade etwas heftig. So, hier kann ich dann einfach hoch und runter. Ja, doch, das passt so, wie es jetzt ist. Gut. In der Zelle scheint sich etwas zu bewegen. Okay, wir haben also hier eine Zelle, an der wir aber anscheinend noch nicht reinkommen. Wir haben ja keinen Schlüssel oder sowas. Beziehungsweise kann ich hier suchen gehen? Nee, passiert nichts. Und knacken kann man auch nicht, nee. Wir brauchen den Schlüssel. Da genau dasselbe. Okay. Aber hier scheint es weiter zu gehen. In der Zelle scheint sich etwas zu bewegen. Aber ansonsten haben wir hier auch wieder genau dasselbe. Ja. Okay. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich einen Gefangenenschlüssel. Das heißt, wir sind hier... In der Zelle scheint sich was zu bewegen. Und hier geht's wieder runter. Nochmal runter. Okay. Das ist ja interessant. Also das ist auf jeden Fall die... Hoppla, die Gefangenen-Dingsbums. Das Gefängnis. So, und da geht's wieder runter. Das nächste Level.
Okay, das heißt, hier geht es nach oben. Und hier haben wir sowas hier. Okay. Königliche Wachkaserne. Schauen wir mal da rein. Im Inneren der Kaserne steht eine Horde von Gorn. Ja, das ist wirklich eine ganze Menge. Aber gut, die sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, was machen wir? Ihr kämpft mal gegen die ganzen Gorns hier vorne. Du gehst hin und... Genau, und hier benutzt du die Poetenlaute und du machst einen Zauber Feuerball Stufe 3 auf diese Gruppe hier. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier irgendwo... wir müssen ja irgendwo einen Schlüssel kriegen. Aber entweder zu den Zellen oder nach oben weiter. Keine Ahnung. Werden wir mal ausprobieren. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Die Buffs sind auch noch alle da, die wir mittlerweile beherrschen. Ah, nein. Ausgerechnet auch noch Talada. Unser Schadensmeister. Derjenige, der am meisten Schaden macht. Und so viele wieder blind. Ach du Schande. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. So, von denen sind zwei. Ah, wie machen wir das? Daolin kämpft hier, du kämpfst hier, du kämpfst hier. Fala auch, tak. Weißt du was? Dann versuchen wir hier auch noch ein paar aus dem Spiel zu nehmen. Und Sinaloa darf hier nochmal... Ah, da machen wir aber vielleicht Magiegeschoss Stufe 3 rein. So. Dann versuchen wir da wieder ein paar rauszunehmen und auch mit dem Magiegeschoss ein paar rauszunehmen. Ja, schaffen wir auch. Das schaffen wir auch. So, und da sind schon wieder drei eingeschlafen. Auch nicht schlecht. Die sind dann auch vorerst jedenfalls aus dem Spiel raus. Oh, wow, wow. Ich glaube, Orael sollte als nächstes mal heilen. Und zwar sich selber. Weil das gefällt mir nicht, wie viel die HP da schon runter ist. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, die machen wir dann Wechsel dich. So, da von den vier Lanzenträgern sind alle noch da. Das passt. Da sind zwei aktiv. Da sind keine mehr aktiv. Okay, also Daolin kämpft hier dagegen, Talada kämpft hier. Orael macht einen Zauber und zwar Wunden heilen. Ach, gegen Blindheit kann man da eigentlich auch irgendwas machen? Ich weiß es gar nicht. Und Tak, du machst jetzt erstmal eine Engelszunge. So, Sinaloa. Ja, wir gehen gegen die drei Ranger da unten vor. Ah, nur Schaden gemacht.
aber niemand aus dem Spiel genommen. Schade. Schade. Ich habe jetzt gedacht, der Kampf geht ein bisschen schneller, aber... Oh, jetzt machen sie auch noch... Jetzt irritieren sie uns auch noch. Ach, nö. Ach, sowas Blödes aber auch. So etwas Blödes. Wow, der hat aber getroffen. Der hat aber mächtig getroffen. Ja, gegen Blindheit oder Dings, Juckdings. Da muss ich mir echt mal überlegen, was man am besten machen. Ich weiß nämlich nicht, ob es da einen Zauber dafür gibt. Vor allem, wir haben immer noch so wahnsinnig viele Gegner hier. Wisst ihr was, dann kämpfen wir weiter gegen die hier. Talada auch. Orael, du machst einen Zauber. Wieder heilen, Stufe 3 auf Tack. Du kämpfst auch gegen die hier und du wirst jetzt versuchen, hier ein paar Dinger rauszuholen. Und du gehst auf die hier mit auch einen Magiegeschoss. So. Das Blöde ist, dass wir halt irritiert sind und blind sind und so weiter und so fort. Das zieht natürlich den Kampf ein bisschen in die Länge. Ja, endlich einer weniger. Zwei weniger. Och. Also fürs Zaubern hättest du wirklich nicht deine Augen gebraucht. Also wirklich, Orael. Naja, gut. Hat's jedenfalls nicht geschafft. Ja, ich muss mal nachschauen, ob man gegen Blindheit und irritiert, ob es da einen Zauber gibt. So, dann machst du einen Kampf gegen den, Kampf gegen die, Orael. Ja, versuch nochmal die Wunden zu heilen. Fala, Kampf hierher. Ja, die sind aus dem Spiel genommen. Dann gehst du mal hin und machst hier nochmal die Poetenlaute. Und du darfst... Ach, mach mal einen Feuerball. Auf der einfachen Stufe. So langsam müssten die ja alle mal, ja, keine HP mehr haben. So, noch einer, wo eingeschlafen ist. Sehr gut. Und noch einer, der weg ist. Ah, und Tak wurde endlich geheilt. Sehr gut. Und sie machen schon wieder einen Blendblitz rein. Och, nö. Blöde Gorns. Ey, wir sind auf eurer Seite eigentlich. Dann sollten wir vielleicht gegen die hier mal kämpfen. Talada kann gerade... Der kann gerade nicht kämpfen? Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Wegen was kann er jetzt nicht kämpfen, Talada? Hä? Probier mal Krankheit heilen bei sich selbst aus. Ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung, warum Talada jetzt gerade nicht kämpfen kann. Hast du noch irgendwas Nettes? Wir machen mal... Ach, Segen. Ja, brauche ich nicht. Das hat ja Tak eigentlich schon gemacht mit seinen Dingsbums. Geist heilen. Weiß ich auch nicht, ob das was bringt. Wir probieren es mal aus. Gegen wen? Gegen die anderen? Ach, ich war, glaube ich, auf den falschen Gegner drauf. Ich war noch hinten auf den Lanzenträger. Ja, deswegen ging das nicht. Ah, und du machst es mal. Ja, so langsam wird der Kampf ein bisschen lästig.
So, Krankheit heilen. Ah ja, guck mal, Krankheit heilen und das Ding ist weg. Krankheit heilen ist also gar nicht mal so schlecht in dem Fall. Muss ich mir merken, dass man mit Krankheit heilen irritiert und anscheinend auch blind wegbekommt. So viel dazu. Oh, endlich einer weg. Ja, der Kampf, der zieht sich. Oh, noch einer weg. Sehr gut, noch einer weg. Der Kampf zieht sich und zieht sich und zieht sich. Wenn man da überlegt, wie viel wir da noch haben. Kannst du, hast du auch was? Was war denn das nochmal? War das... Ja, nee, du hast da nichts. Dann machst du einen Kampf. Du hast hier eine Krankheit heilen. Dann machst du das mal nochmal auf dich selber. Orael hat Krankheit heilen. Macht das auf die gute Fala. Hä? Wieso ist jetzt Tala da wieder dran? Hab ich hier nicht Tala da? So gesagt. Und Orael. Krankheit heilen. Ja, ich habe irgendwie was komplett falsch gemacht, oder? Fada macht einen Kampf auf die hier. Tak auch auf die. Sinaloa, du darfst jetzt nochmal. Jetzt langt es mir allmählich. Uns geht auch jetzt gerade das Ding aus. Und unsere Magie schon wieder aus. Allein an diesem Kampf hier. Ah, oh, endlich noch einer weg. Na, kommt schon. Och, nee. Es war ja wirklich... Naja. Kritisch. Sehr, sehr gut. Endlich geht's mal hier ein bisschen voran. Fehlschlag. War ja so klar. Das war ja so, so klar. So, Daolin gegen dich. Talata gegen euch. Orael, mach ein... Krankheit heilen 3 auf Daolin. Fala, hast du auch Krankheit heilen? Ja, du hast auch Krankheit heilen auf dich selber. Tak. Nee, Tak macht einen Angriff. Sinaloa, du machst jetzt... Ja. Quasi deine... Du verbrauchst jetzt deine Magie für die hier. Und danach müssen wir tatsächlich schon wieder schlafen gehen, weil wir keine Mana mehr hätten für weitere Kämpfe. Boah, das Mana, das geht wahnsinnig schnell hier weg. Und sie noch nicht einmal gestorben, ist jemand dabei. Oh, jetzt endlich, endlich. Ich bin echt am Überlegen, ob wir den Kampf abbrechen, ob ich die Folge noch weitermachen soll oder... Hat nichts gebracht. Ja, ist wahrscheinlich zu stark drauf. Nee, ich bin echt am Überlegen, ob ich den Kampf da nochmal machen soll oder nicht nochmal machen soll, in der Pause weitermachen soll und die Folge abbreche, weil... Weil wir schon 28 Minuten haben und der Kampf, der, ja, der geht noch. Aber ich will es nicht machen, weil das war ja so ein spezieller Kampf, dass, da haben wir ja noch richtig Text dafür gekriegt, dass die Leute da sind, dass wir hier reingestolpert sind und so weiter. Von daher hoffe ich, dass wir auch irgendwie was Besonderes bekommen oder dass es da ein bisschen weitergeht. Ach nee. Ernsthaft? Auch das jetzt noch? Jetzt fangen sie damit an. Oh, wir haben nur noch 3. Wir haben echt nur noch 3 Gegner übrig. Nee, das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Wie gesagt, ich hoffe, dass da irgendwas noch passieren wird. Wenn man so... Oh, 40 Schaden. Party hat gesiegt, jawohl. Wir finden einen Helm und einen Schlüssel. Okay, Helm
Fala, Schlüssel, Fala. Sonst war's das. Wir haben die Ja, wir können nichts machen, weil Fala gerade noch schläft. Okay, dann würde ich sagen, und identifizieren wir das beim nächsten Mal. Vielleicht ist das ein Schlüssel für oben, für die Zellen oder noch viel weiter oben. Schauen wir mal. Ich lege mich, glaube ich, nochmal schlafen, um Mana wiederherzustellen, um die Debuffs hier wegzukriegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's mal gut. Bis dahin. Tschüss. Bis morgen.